Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 Challenge Projekt. Mit dabei haben wir den Andi, die Schweizer und Party. Hallo. Hallo. Kann ich hier raus? Sorry, muss ich mal den Wagen sauber machen? Oh, da glänzt er wie ein neuer, du. So, ich hab jetzt Zeit. Was soll ich machen? Guten Eindruck. Mach ich? Haben wir gesagt, am Samstag? Am Samstag. Guten Eindruck am Samstag. Das ist der Videotitel. Post and Coffee. So, ihr macht beide Missionen. Ja. Okay, da muss ich euch auch nichts hinbringen. Höchsten. Bitte Frage, nächste Frage. Was ist die nächste Frage? Was du machen kannst. Aha. Kann ich mir was kaufen? Mal gucken, was es gibt. Was willst du denn schon wieder kaufen? Soll ich den großen Kubota kaufen und zu Ralf fahren und fragen, ob es alles klar ist? Nein, wollen wir nicht. Nee, willst du nicht. Nicht wir. Na, hallo, hallo, hallo. Patti mag doch Kubotas. Patti, ja, das kommt je nach Saison. Patti mag mal das, mal das, mal das. Ganz verschieden. Ach was. Achso, ich kipp nochmal die Zuckerrüben ins Lager. Aha. Übrigens die Punkte und so. Nee, das sind 2200 Liter, also. Sieht das interessant aus, was Schweizer dann mit dem Düngersteuer macht? Ich hab nicht gedacht. Boah. Wow. Von 41,6 Liter. Doppelt? Nee. Nö. Nur bei dir. Oh, bei Ralf auch scheinbar. Mein LS ist ausgegangen. Du bist noch nicht vom Server geflogen. Ich habe mich gerade gefragt, wo unser Tieflocker steht. Mhm. Oh, hast du ja, aber ich weiß nicht, wohin ich ihn letzte Woche hingestellt. Wo hast du denn wieder parkiert? Bei der Rassist. 91. Was hast du den gerade nicht nach Hause gefahren? Weil ich gesagt habe, ja, bleib mal nur hier oben. Mhm. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Was ist denn? Ich hab Problem. Warum? Alles gut. Beschreiben Sie Ihr Problem und vielleicht haben wir eine Lösung für Ihr Problem. Mauer. Oder wir verschlimmern Ihr Problem. Mauer diese Breite, Anhänger diese Breite, Problem. Jetzt sink wieder nach. Oh, nicht in die Kurve. Es ist immer auf der Kurve bei diesen Dingens hier. Diese Map. Ich lese mal ein paar Kommentare vor. Pinguine, Milchschnitte hat so einen eigenartigen Geschmack, die ich noch nicht, die ich nie gemocht habe, okay. Gibt jemand, der wirklich keine Kinderpinguine und keine Kindermilchschnitte mag? Geil. Ach ja, das Thema hatten wir ja letzte Woche, weil die Schweizer sich einen Kinderpinguin reingeschoben hat. Mit Verpackung wieder? Mit Verpackung. Ja, so ist er. Was haben wir denn noch hier für Kommentare? Die Aufnahmewoche war top von Andi auf Video festgehalten, siehst du? Danke Jörgi für die Aushilfe, danke Andi fürs Aufnehmen. Mhm. Oh, da besink. Was haben wir noch für Kommentare? Und ein bisschen weiter nach hinten gucken. Ruhe. Wann kommt Werner wieder? Wäre ja nicht so, als würde ich mir Sorgen machen. Achso, nee. Braucht er nicht Sorgen machen. Und nehmen wir noch den Crew. Ist immer noch, ich lese noch ein paar Kommentare vor. Hallo Werner, warum kein Elf Marsch? Ja, ne, klar. Darum. Dann, was haben wir noch für Kommentare? Einen Monat arbeiten für einen neuen Rechner, schon fettes Teil. Ja? Ja. Ah, es geht weiter. Also der Rechner oder Party? Der Rechner, weil alles. Schweizer, du Arsch.
Hier ist eine wilde Säge auf unserem Hof. Dafür das wilde Säge. Ui, heute geht's aber sehr genau mit der Zeit. Aber Paul bin dreimal joint. Wo ist die Säge jetzt hingefahren? Ach, der macht die 3, der gute Mann. Ich verstehe. Muss ich dir noch irgendwie Kalk oder sowas bringen, Schweizer, oder kommst du aus? Kalk reicht. Ah. Hier noch irgendwie. Wo ist denn der Frontlifter? Hab ich. Ah. Entschuldigung, dass die Caps Lock an war. Mein Gott. Kleinlich kann man denn sein. Unsere Hühner, die laufen hier frei rum. Lass die Finger davon. Ja, ich habe erstmal Tor zugemacht, nicht dass sie weglaufen. Oh, ich habe kurz gedacht, die haben verschiedene Farben, aber das andere war nur ein Stein. Aber die würden doch unter normalen Bedingungen hier niemals überleben, ohne Wärmelampe und etc. Und Wasser. Wasser und keinen Stall, weil jedes kleine Ding wird vom Vogel mitgenommen. Mhm. Also unsere Hühner sind Kampfhühner. Ja? Ja. Immer Kopf voraus, sagst du? Die thailändischen Kampfhühner. Thailändische Kampfhühner? Hühnerkämpfe sind doch da groß, oder? Nicht. Thailändische Kampfhühner. Irgendwas so. Ganz verstörtes da, Bild im Kopf. Da weit rechts drüben. Also so Inseln. Heute Geografie mit Schweizer. Da drüben. Da rechts drüben. Wenn man auf die Karte schaut. Und Norden oben ist. Heute könnt ihr was lernen. Und Norden oben ist. Es wird immer noch schöner hier. Ja, nein, Norden ist oben. Beste Wegbeschreibung. Na, da lang. Ja. Nach dem Vorhang links. Nach dem Vorhang? Mhm. Wer ist denn da gerade? Du bist jetzt schon wieder unterwegs. Ralle ist gerade vorbeigedonnert. Da kommt noch ein schneller. Was ist denn hier für ein Verkehr? Die haben jetzt große Sachen. Die haben sich doch letzte Woche auch in ein Glas Axion 800 gegönnt. Die haben jetzt große Stimmt, Sachen. Das weißt du noch gar nicht. Und Tenzo fährt mit dem Bobbycar rum, ey. Achso, einen Ladewagen haben die auch. Ja? Ne, cool. Mhm. Wo fahren die jetzt rein? Jetzt bin ich gespannt, ob sie über Dagis Hof fahren oder wo sie jetzt hinfahren. Nee, die fahren. Doch, die fahren auch über Dagis Hof. Zu zweit. Vorne Ralle und hinten Tenzo, glaube ich. Ist richtig cool, wenn man nur die Pfeile sieht. Wenn, kriegst du die Spritze bei dir hinteran? Die Spritze, ja, ohne Dingens wird schwierig. Ah doch, warte. Sonst könntest du einmal über die 39 und übers Neue fahren. Weiß zwar nicht, ob sowas bringt, wenn du übers Neue fährst. Also einmal kurz. Aber müsste doch eigentlich gehen. Uhu, 78%. Ich habe gerade Rallye den Weg abgeschnitten. Oh, ich muss da mal was reinmachen. Da sind nur 14 Liter drin. Das wird nicht reichen, ne? Reicht. 14 Liter? Ja, gut. Ja, wird nicht verbraucht. Also, es steht halt schon 0% dran, ne?
Ja, egal. Okay, ich komm. Wohin soll ich kommen? Eine neue Wiese und dann das andere neue Feld. Okay, 39 und 115. Sag das doch. Hab ich doch. Okay. Ich hör doch nicht auf dich. Halt er doch. Musst du ihn wieder verteidigen jetzt, oder was? Nö. Das kann er alleine. Unsere thailändische Kampfsau. Was? Nee, was? Seid heute wieder. Nett. Würde ich jetzt nicht so ausdrücken, aber es ist okay. Du kommst hier nicht rein? Ja. Wohin willst du denn rein? Neuenfeld. Ja, das ist ein bisschen nicht so gut. Ich werde mit dem LKW und mit dem Anhänger wahrscheinlich auch nie reinkommen. Wenn es vorwärts nicht geht, dann rückwärts. Große Nachfrage, bestimmt was wir nicht haben. Wenn wir jetzt eine große Nachfrage an Zuckerrüben haben würden, würden wir die verkaufen? Nein. 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 Bring eigentlich Hackschnitzelpunkte? Nö. Nö? Doch, kein Geld. Also einmal kurz sprühen, sagst du, und gut ist? Jo. Kannst du ja danach bei Precision sehen, ob es was bringt oder nicht. 42. 57, jo. Hat schon was gebracht. Mhm. Ob aufs nächste Feld. Gut, was ich noch nächste Folge zum Fertighaben tun. Was? Was? Ist alles okay? Hast du gerade einen Schlaganfall, fuck, oder? Das Programm hat die Galle jetzt gerade richtig scheiße. Da war der Kopf zu schnell, die Zunge zu schnell vom Kopf, so rum. Wie auch immer. War gerade ein bisschen Wortgulasch. Bisschen. Ich bin gar nicht auf. Ein bisschen. So, was haben wir hier? 47. Ehrlich, zu wenig? Immer noch 7 Ochsen. Muss ich hier auch nicht. Vielleicht muss es 7 Ochsen sein. Vielleicht muss ich aber aufs Feld, weißt du? Wäre vielleicht vom Vorteil, wenn du da drauf verhundertest. Ich hab gedacht, das Gestänge reicht. Das Gestänge durch den Putsch gesteckt. Natürlich. Boah, das ist ein sowas von falsch. 62, alles gut, alles erledigt, schön. Schweizer. Schön. Ein Feini. Alter, wie kann man denn das schaffen? Kommt immer drauf an, wer da drauf sitzt. Oh, nee, ich frag nicht. Muss ich mir das angucken? Nee! Ich hab nichts gesehen. Gut so. Bitte, ich hab Fett Ralf. Rolf, da kommt was. Ich halt drauf, okay, Männer? Ja. Wir müssen wahrscheinlich die Strafe zahlen, ich halt drauf. Ist aber grün. Okay, hat Glück gehabt, ist ausgewichen. Ist grün, ist verbündet. Ist verbündet? Was macht denn Suki hier? Hier ist ja nichts weiter breit von denen. Ich hab gleich beide Dinge gekalkt. Ein Feini. Ich hab's am 96% fertig. Erst. Hallo? Andi kommt mir heute sehr ruhig vor. Nö, ich bin da.
ich darf heute. Letzte Woche durfte ich ja nicht. Musste ich ja aufnehmen. Wow. Du wolltest. Achso. Ich musste gezogen lassen. Also ich jetzt. Was oh, Problem. Ah! Stampel! Alles gut. Bin ich schon wieder mit den Bäumen. Schweizer Problem gesagt, bevor das Problem da war, deswegen wurde es mir das. Schweiz hat das Problem gesagt, bevor das Problem ja, da war. Aber der Party ist doch da. Ja. Jede Woche aufs Neue. Ich musste letzte Woche so viel lachen. Warum das denn? Habt ihr die Videos von den anderen geguckt? Nee. Vor allem die Dienstagsfolge. Daki stand beim Spulen in ihren angepflanzten Bäumen, sind gewachsen. Beim Werner? Alles gut, ich habe ihn schon wieder rausgeholt. Werner hat ihn schon wieder rausgeholt. Es ist immer gut, wenn du in die Ecke oder in die Kurve fährst und es leckt. Das ist richtig gut. Ich hab Geld verdient. Sehr gut. Oh, ich bin an der Stelle. Ich bin an der Position, wo Paul sich entleert hat. Auch das klingt heute wieder sehr das falsch. Klingt auch komisch, ja. Aber jeder weiß, was gemeint ist. Paul oder, hat sich entleert. Oder wo Paul ihn versenkt hat, das kann ich auch sagen. Hört sich auch falsch an. Sag einfach, wo Paul den Unfall hatte. Ja, aber das trifft ja auf sehr viele Flächen dazu, deswegen. Soll ich gleich nochmal jetzt einen Kanister mitnehmen? Das war zum vierten Mal heute. So, dann nehmen wir einen mit. Herbizid. Gibt's da andere? Nee, ne? Wir waren sechsstellig. Mensch. Ja, dann schalte dich doch mal ein bisschen an, Paddy. Ja, warte noch. Müssen wir ein bisschen Gas geben mit seiner Mission. Bin dabei. Warte noch, warte noch 15 Minuten, dann sind wir wieder dreistellig. Auch das ist dreistellig, sechsstellig. Hab gedüngt und gekalkt. Fein. Au. Gedüngt und gekalkt und oben nur gekalkt. Muss doch auch mal reichen, oder? Ja, sicher. Sind das tiefen Ding ins mit? Nö. Soll noch alles mitnehmen? Er hat zwei Steuer mit einem Anhänger und keine Ahnung, was noch alles. Naja. Soll einer auf Holländer machen und die ganze Wohnung mitnehmen oder was? Natürlich. Ja. Wohnmobil, ab geht's. Achso, Andi, es gibt, by the way, auf dem Server auch ein Wohnmobil. Das muss ich später erklären. Okay. Erklär doch jetzt. Nee. Das war. Bei der 91 hast du den parkiert, ja? Ja. Und irgendwas ist sonst noch. Ein scharfer Klapp. Was habe ich denn heute für ein. Haben wir noch Luft für eine neue Mission? Ja, was du sie machst. Weiß ich nicht, ich wollte mal gucken. Wollte mich erstmal vorinformieren, bevor ich da jetzt gucke. Dann guck mal. Da muss ich erstmal zum Höf. Ey, falsche Seite, verschwinde! Auch beide Seiten. Schalte drauf! Mach die weg! Bengeldor. So, einmal Spritze wieder abstellen.
Party? Dein scharfer Lack da oben, die kannst du dir auch mitbringen? Natürlich. Hallo Schweizer! Hola! Warte mal, ich wollte nochmal eine Mission gucken jetzt, ne? Düngen, düngen, er ist bäh. Ernten. Doppelbäh. Gibt echt eine Baumwollerntmission. Geil. Zwei sogar. Drei sogar, meine Güte. Sag doch, wir müssen auf den Baumwollernter noch gehen. Groban, 2000, geht auch nix. Also ist Werner? Nicht. Ja! Geh mal den Anhänger ein bisschen rum. Was willst du? Hä? Einfach ein bisschen hier am Anhänger schieben. Gut. Gut, 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 reicht. Halt, stopp. Ich stehe. Gut, ich würde sagen, das lassen wir gut sein für heute. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch und da und bis morgen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.